Guten Morgen. Och nö. Drehen wir es nochmal um. Da geht mir raus. Während Christina abwaschen geht, mache ich mal den Van ein bisschen sauber. So können wir auch, wenn es regnet und die Kiste drin ist, unten reinfassen und an unsere Kochutensilien ankommen. So, wir waren jetzt nur mal kurz in Fort William in der Fußgängerzone. Dort haben wir uns mit Schottland-Aufklebern eingedeckt, weil ja vielleicht demnächst ein Autowechsel bevorsteht, aber wer weiß das schon genau. Und Kumpel auf der Bank haben wir auch noch mal besucht. Genau, hier sind noch so einige schöne Erinnerungen wieder hochgekommen von West Highland Way, weil der hier endet. Und auch jetzt fahren wir die ganze A82 Richtung Süden am West Highland Way entlang. Das wird richtig schön. Was das Wetter jetzt nicht so angeht. Aber gut. Oh, hier ist ein Kreisverkehr. Halt mal bitte. Ja, dann sehen wir uns unterwegs und vielleicht ist es ja mal ein bisschen schöneres Wetter, sodass wir ein bisschen was zeigen können. Bis dann. Bis dann. So, kleine Pause vom Autofahren. Wir gucken uns noch hier The Devil's Pulpit an. Mystische Steine und mystische Höhlen. Matschiger Weg. Schauen wir mal. Fast wär's passiert. Euch das mal an. Das ist ja mal geil, wa? Was stimmt denn da hier mit dem Abstürzen? Wenn der Baum jetzt hier wegknicken würde? Sieht ja geil aus. Dann gehen wir mal weiter nach vorne. Hier. Ziemlich schmal der Pfad hier.
cool. Komm weiter. So, wir waren erst auf der falschen Seite. Jetzt mussten wir nochmal über die Straße rüber. Es hat so viel geregnet. Es ist alles ein Matschefeld. Überall, wo du läufst, bist du kurz vorm Ausrutschen. Und dann rutscht du gleich in den Abhang runter. In den Tod. Das wollen wir nicht. Also schön Vorsicht. Alter, wie geil ist das denn hier? Jetzt haben wir den Abstieg gefunden. Wir sind hier mit einem Kamerateam runter. Die haben hier eine Szene gedreht. Wahnsinn. Wahrscheinlich. Oh, es ist rutschig, ey. Oh, wenn du hier ausrutscht, da bist du fällig dann. Hier bringen auch keine Stöcker was. Oh, guck mal, hier sind die Treppen schön zu einer Rutschbahn weggekippt. Also es ist so steil, Leute. Ist ja unglaublich. Ach, da oben. Hallo. Ich klemme euch mal hier in meinen Rucksack. Vielleicht sieht man das ja dann. Dann nehme ich euch mal mit. Genau. Sitz mal. Also mit Rucksack würde man hier nicht runterkommen. Immer schön ein Step nach dem anderen. Ah, geil. Ach du Scheiße, ist das geil. Da ist sie. Ja? Ist sie festgeklemmt? Was? Bist du festgeklemmt, stecken geblieben? Ja, so weit ist es Gott sei Dank noch nicht. Immer richtig geil hier. Und ist gut, ne? Und da sind wir runtergekommen. Da, die Treppen. Das ist so mystisch hier, wa? Schatz? So mystisch. Voll geil. Ja, noch einige Bäume schon runtergekommen, wie der, auf dem ich hier gerade stehe. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist es vielleicht gar nicht so gut, so am Rand zu stehen. Ich werde mal wieder runtergehen. Unerschrocken. So, wir sind wieder draußen. Alle Knochen heile. Ja, Teufelskanzel, so heißt das Ding. Ja, so ein Einschluss eines Wasserfalls in so einen auswaschbaren Gestein. Wir informieren uns nochmal. Ja, und schreiben was dann. Entweder unten in die Videobeschreibung oder wir blenden es jetzt hier ein. Ja, total geil, voll mystisch, total super. Auch dass trocken ist, blauer Himmel, schön, ab und zu kam die Sonne da unten durch, klasse. Dann gehen wir jetzt zurück auf unseren ausgewiesenen Parkplatz und fahren weiter Richtung Süden. Willkommen in der Glasgow Rush Hour. Yeah! Alles geordnet. Doch, die fahren eigentlich ganz gut hier. Ja, schickes Plätzchen. Alles supi. Ein paar Leute mit Hunden kommen hier noch zum Spazieren. Wir haben uns jetzt mal hier in die Ecke gestellt auf dem Parkplatz. Da unser Auto, da unser Berg, da ein Parkplatz.
Nachbarn haben wir da auch schon. Und wir wollen uns jetzt noch was zu essen machen und auch noch schon schlafen, weil morgen müssen wir weiter Richtung Süden fahren. Wir haben jetzt ungefähr noch 650 Kilometer bis Dover. Ich habe gerade noch mal bei Google geguckt, das sind 493 Meilen, das sind 790 Kilometer haben wir morgen noch. Also nicht ganz, weil wir haben ja noch eine Nacht, bevor die Fähre geht. Heute machen wir uns einen Salat mit einerseits mit Bohnen, andererseits mit Hühnerbrust. So, und wir haben hier ein richtig geiles, knuspriges Baguette gefunden. Das ist ja mal was ganz Besonderes für Großbritannien. Das hat sehr lecker geschmeckt schon, der erste Bissen. Na, lecker! Na, dann? Guten Hunger! Guten Hunger! Oh, wir chillen jetzt noch ein bisschen, machen noch ein bisschen Social Media und gucken uns noch einen schönen Film von The Sunny Side an. Wir wünschen euch, glaube ich, eine schöne gute Nacht. Ja. Tschö! Guten Morgen. Ja, schön geschlafen. Jetzt ein schnelles Müsli-Frühstück und dann 493 Meilen ballern. Nee, wir werden wahrscheinlich vorher noch irgendwo uns einen Stellplatz suchen und weiß ich, 20, 30 Kilometer vor Dover oder so. Aber 8 Stunden werden wir heute bestimmt trotzdem fahren. Müti. Na, dann machen wir uns erstmal fertig, packen hier gleich mal ein bisschen ein und dann machen wir ein schnelles Frühstück. So Leute, 200 Kilometer gefahren. Uns tun immer noch so die Beine vom Ben Nevis Aufstieg weh. Wehtun ist ja kein Ausdruck. Schmerz. Gut, jetzt gehen wir hier mal auf den Rastplatz und kaufen uns noch ein paar Früchte und ein Käffchen oder so. Und dann fahren wir weiter. Und squeezy, wa? So, was hast du Schönes? Doch hier hingerutscht, dann habe ich noch einmal ein Sandwich. Ich habe hier die Früchte und noch ein Sandwich. Gut, jetzt zur Kasse, wa? Wir waren jetzt 13,70 für das ganze Zeug, 15 Euro und das für eine Raststätte. Geht, wa? Doch, ich glaube schon. Gut, dann ja, weiter geht's. Anhalten.
endlich haben wir London erreicht. Jetzt noch über den Fluss, über die Dartford Crossing. Diesmal über die Brücke. Und dann sind wir auch schon bald in Dover. Da ist so die große Brücke. Einen Stellplatz suchen. Irgendwo in der City haben wir einen Parkplatz gesehen. Den gucken wir uns mal an. So, da sind wir. Andere Camper sind auch schon hier. Die warten wahrscheinlich auch und übernachten hier für die Fähre. Und wir sind jetzt am Parkplatz angekommen. Oh, Charges bis 5 p.m. Overnight. Alles klar. Passt also. Parking is free von 5 p.m. bis 9 p.m. Perfekt. So, dann werden wir uns nochmal so ein bisschen hier umsehen. Den ganzen Tag sind wir jetzt gefahren. Und wir wollen noch ein bisschen laufen und vielleicht finden wir noch so das eine oder andere Restaurant oder ein Takeaway, dass wir ein bisschen was essen können. Und rüber! Unter Einsatz unseres Lebens haben wir diese Straße passiert. Und mit den mega Schmerzen waren. Ach, nicht jammern! Guck mal, wir gehen jetzt zum Wasser. Das ist da nämlich schon. Ja, hier ist Wasser. Guck mal, eine Fähre. Ja, cool. Mit die Anleger. Ah. Ja, nichts mehr los hier. Keine Leute. Aber Strand. Also Steinstrand. Und zur Feier des Tages an unserem letzten Abend in Großbritannien essen wir nochmal richtig schön klassisch. Fast Food, Cola, ein Doppelburger und schöne Pommes. Geil. Guten Hunger. Ich würde sagen, wir sagen jetzt schon Tschüss und machen für heute Schluss. Morgen müssen wir früh raus, die Fähre geht um 7. Wir müssen um 6 irgendwie da sein. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Guten Morgen. Es ist 5.40 Uhr. Haben wir jetzt gut geschlafen hier? Die Sonne geht gerade auf da hinten. Ja, guckt mal. Und da fährt schon die Fähre. Aber zum Glück nicht unsere. Also unsere kriegen wir bestimmt. Weil wir müssen ja nur nach da hinten. Englisch und
219. Also ist diesmal mal nicht abzureißen. Ja. Das kriegst du ganz schön ganz gut hin so. Ja, ja, 203 bis sowieso. Da ist er, ganz hinten dran. Der letzte in der Reihe. Der Beste. Jo. So. Auch noch aussteigen. Oh, guck mal da. Da kommt unsere Fähre. Das heißt, die Autos müssen erst noch runter, wie wir rauf können. Das heißt, wir können noch mal kurz auf die Toilette gehen. Drin sind wir. Oh, es geht. Mit der Nase angeschaltet. Wow. So, wir haben schon unsere morgendliche Ausstattung hier mal gekauft. Du machst Werbung. Wir hatten... Oh, das müssen wir dann auch. Sorry. Ja, wir hatten heute Morgen am Auto keine Lust irgendwie zu frühstücken. Wir waren noch zu müde. Jetzt gehen wir mal raus und gucken, wie es hinten aussieht, ob noch jemand reinfährt. Perfekt eingepackt, würde ich sagen. Hut ab. Should be approximately 1 hour and 25 minutes. This morning's weather very pleasant indeed. Light west northwesterly breeze, slight sea condition. I anticipate a comfortable passage. May I remind you, you are not permitted to return to the vehicle deck before arrival. And finally, would you please pay particular attention to the important safety broadcast which follows? Thank you for your attention. You're welcome. All right. Ladies and gentlemen. Si vous entendez ceci, rejoignez le poste de rassemblement. Geiles Wetter am letzten Tag. Ja, ja. Ja, wir hoffen, euch hat es ein bisschen gefallen, uns auf unserer Reise zu begleiten. Wenn ihr weitere Filme guckt,